Ich hoffe mal, durch die Werbekampagne kriegen wir vielleicht noch so ein bisschen ein paar Leute rein, um dann vielleicht auch im Januar, im Jahr 2, eventuell das Ziel zu schaffen. Aber dann ist natürlich noch die Frage, ob wieder dieser Bug auftritt, dass der das Szenario nicht als geschafft wertet. Das sieht aus, wenn die Leute hier sitzen, als würde hier Kotze liegen. Durch dieses Geländer von dem, und man sieht bloß so ein bisschen die Köpfe von den Menschen. Achtung, der Astronaut läuft in die Kotze rein. Achtung, jetzt! Bam, Matsch! Schön in die Kotze reingelaufen. Die Leute stehen überall an. Ich glaube, wenn die wirklich freien Eintritt haben und nur für die Attraktion zahlen, da ist die Toleranz nach hohen Eintrittspreisen deutlich höher. Als wenn man nochmal 50 Mark eintritt und dann für jede Attraktion noch 3 Euro oder 3 Mark abdrücken müsste. Das ist schon cool. Und auch hier stehen Leute an, obwohl die Attraktion eigentlich übelst langweilig ist. Gibt es Leute, die wollen was Spannendes, oder? Moment. Ich hätte gedacht, ach ja, ich höre gerne was Aufregenderes als Flying Magma. Da gibt es wirklich Leute, die finden das langweilig, aber es gibt auch genug Leute, die mitfahren. Weil es ist immer so eine Achterbahn, die so ein bisschen Erholung anbietet. Sag ich mal, jetzt kann man das Riesenrad bauen. Das Riesenrad, das kommt jetzt hier direkt an den Eingang hier oben. Bloß problematisch mit der Anbindung. Da müssen wir da hier irgendeine verkorkste Hügelkonstruktion bauen. So hier. Und dafür gibt es 3 Mark, würde ich sagen. Ja, öffnen. So. Das wirbt jetzt sozusagen am Eingang für den Park. Das Riesenrad hat man ja oft, dass in Freizeitparks ein Riesenrad am Eingang steht. So 8,4 haben wir und wir sind jetzt im Oktober 26. Also noch 5 Tage. Es wird knapp. Wenn die beiden Züge hier noch was reißen, was abladen, Leute, ob die nochmal im Oktober Leute zuladen, das ist die Frage. Die beiden hier werden es auf jeden Fall noch schaffen. Müssen wir gucken, wie sich das auswirkt. Aber das Ziel ist im Prinzip in greifbarer Nähe. ...9000 haben wir jetzt gerissen, die Latte. Werden wir die 9300 knapp einholen. Ja, das haben wir. Ja, ob die Züge doch noch schnell genug sind, um nochmal abzuladen im Oktober, wäre schön. Aber das wird wahrscheinlich nicht reichen, um auf die 10.000 zu kommen. Da müssen wir wirklich nochmal mehr Attraktionen bauen, die Leute anlocken. Na, die sind jetzt in der Station und jetzt haben wir 29. Ich mach vorsichtiger halber mal eine unplanmäßige Zwischenspeicherung, auch wenn das wahrscheinlich eh nicht klappt. 500 Mark fehlen noch. 29. Oktober ist es, also noch 2 Tage im Spiel. Es wird knapp. Es wird richtig knapp. Jetzt haben wir schon den 30. Jetzt müssen die ja schnell reinhauen, die Leute. Und na, komm. Ja, also so im Prinzip haben wir es jetzt geschafft. Die 10.000. Die Frage ist aber, reicht das schon? Erkennt das Spiel das als Sieg an? Oder ich erinnere mich da nur an den Bug im letzten. Aber jetzt haben wir schon 31. Oktober, das werden wir gleich sehen, ob es reicht oder nicht. Und hier steht monatliche Einnahmen von mindestens 10.000 aus dem Verkauf von Fahrkarten. Und das haben wir jetzt eigentlich geschafft. Und die Frage ist, ob das gleich auf Sieg springt oder ob mir irgendwie... Nee, es geht weiter. Tja, das ist halt jetzt die Frage, ne? Auf was wertet das? Oder muss man hier unten auch noch 10.000 haben? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Oder es dauert einfach noch ein bisschen, bis wir das geschafft hatten. Ich weiß halt nicht, wir hatten aber, glaube ich, mal ein Level gehabt, da hat das gepasst. Mit den 10.000. Da kam dann, glaube ich, wirklich das Fenster. Aber ich weiß auch nicht mehr, welcher das jetzt war. Es kommt als nächstes wieder mal eine Achterbahn. Also heißt es erstmal für uns weiterspielen. Weiterspielen und dranbleiben. Die Achterbahn, die am 21. März kommt. Oh, wir können auch gleich schuldenfrei sein. Das ist auch nicht verkehrt. Die Werbekampagne läuft noch 4 Wochen. Aber ich würde das Geld lieber in neue Attraktionen investieren. Mal gucken, was hier am 21. März für eine neue Attraktion kommt, für eine neue Achterbahn. Vielleicht könnte man ja auch einen Shuttle Loop bauen. Apropos Shuttle Loop, den kann ich eigentlich alternativ als Corkscrew-Loop bauen. Wie wir das ja immer gemacht haben, weil Achterbahnen ja immer ordentlich Geld bringen. Nur ist die Frage, wo wir das jetzt noch hinstellen. Vielleicht hier hinten, dass wir dann hier noch so einen Weg bauen und die hier hinten rumlaufen können. Damit sich die Menschenmassen noch mehr verteilen. Genau, wir bauen jetzt einen. Also die Frage war, ob der diesen Modus überhaupt kann. Ich hoffe doch, dass der das kann. Grün ist natürlich jetzt nicht ganz so die... Ach hier, Abschuss, genau. Und grün ist natürlich jetzt nicht ganz so die Farbe, die man für so eine Achterbahn auf dem Mars erwartet. Siegenmarkt Eintritt wird hier gnadenlos verlangt. Da kenne ich nichts. Die Farbe ist aber doof. Vielleicht dieses Lila hier. Die Stützen. Puff, so hier. Oh, das knallige Rot. Nee, Quatsch. Moment, was war das jetzt für eine Farbe? Das hier? Oder so. Das passt auch ganz gut. Und dann die Stützen. Ja. Testfahrt. 43 ist bestimmt zu langsam. Wie ist es mit 1000 Besucher haben wir jetzt geknackt. Das ist auch noch zu langsam, 72. Was hat denn der Shuttle Loop eigentlich für einen Speed gehabt? Ah, oh, es ist knapp am Crashen. Da müssen wir auf jeden Fall eine Sicherheitsreserve reinbauen. Oh, 4G, das ist natürlich auch heftig. Senkrecht Achterbahn. Aha. Los, komm, holz die Werte raus. Los, das dauert bestimmt viel zu lange. Erregung, Intensität, ja. Vielleicht kann man die Erregung auch noch toppen, indem man ein Tunnelelement baut. Shuttle
Kettle. Corkscrew. So, und erhöht das die Wertung? Ich hoffe doch. Naja, immer noch so schlecht. Ach, egal. Sollte ich erstmal die Warteschlange fertig bauen, bevor ich das Ding anbinde. So, die ersten Leute kommen also öffnen, und weil wieder eine halbe Stunde Ingame-Zeit vorbei ist. Mal wieder speichern. Derweil wird der Weg hier hinten einfach weitergebaut. Das heißt, es gibt ja eine Möglichkeit mehr für die Leute, diesen Besuchermassen hier im Park zu entkommen. Ach, warte mal, ich baue einfach hier oben lang. Senkrecht Achterbahn jetzt verfügbar. So. 8000. Was hatte ich jetzt gerade gespeichert? Weil ich eine halbe Stunde vorbei war schon wieder? Weiß ich jetzt nicht. Ich drücke nochmal drauf. Ich glaube schon. Aber ich habe es jetzt nochmal gemacht. In alter Grand Prix 2 Manier 5000 Mal speichern gefühlt. Was eigentlich auch Schwachsinn hoch 3 ist, aber. Volcano Tooth Effect. Sicherheitsabschaltung. Da ist natürlich immer so ein bisschen die Angst mit dabei, dass es eine Stationsbremsenversagen sein könnte. Und das wäre fatal. Aber ich glaube, wir müssen dann hier hinten nochmal irgendwas in Richtung Toilette machen. Oder Essbuden nochmal. Ist zwar eine Toilette und hier ist eine Toilette, aber es ist wahrscheinlich zu wenig. Und hier nochmal eine Toilette rein.